Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Wind. Wind, Deutschlands führendes Smalltalk-Thema. Mit einem sinnlosen Schritt aus der Tiefe des Raums begrüße ich Sie zum Wetter, liebe Zuschauer. Hinter mir Grafiken, die Sie auch selber zu Hause auf einer Windows XP-Gurke zusammenbauen können. Das erste Drittel dieser Sendung besteht immer aus einem Wetterrückblick. Das ist total praktisch, falls Sie vergessen haben, wie denn das Wetter in den letzten 3 Stunden so war. Aber auch Zahlen können spannend sein. Hier sind unsere aktuellen Temperaturextreme. Dabei ist es uns egal, dass das irgendein Kaff mit mehr Kühen als Einwohnern ist. Wir können damit zeigen, wo wir überall unsere Wetterstationen aufgebaut haben und dass wir unser Geld wert sind. Diese Grafik zum wärmsten Tag seit Wetteraufzeichnung können Sie getrost vergessen, denn das ist nur Statistiker-Porn. Jetzt wird's dann aber doch interessant. Es kommt der Ausblick, und zwar heute Nacht wird es dunkel, sehr dunkel und finster. Morgen Vormittag scheint dagegen an 16 Orten eine sehr simpel gezeichnete Sonne, und über Hamburg hängt eine Wolke, bei der man nicht ganz genau weiß, ob es jetzt nur in Hannover regnet oder eben auch in Hamburg. Da wir aber echte Meteorologen sind, erzähle ich jetzt noch etwas von Isobaren, blende verwirrende Windsymbole ein und weise darauf hin, dass man eine Vorhersage von mehr als 3 Tagen eigentlich nicht machen kann. Unsere größte Leistung ist aber nicht, das Wetter korrekt vorherzusagen, sondern in der vorgegebenen Zeit zu bleiben. Darum wäre dieser Job auch nichts für Thomas Gottschalk. Guten Abend. Endlich der erste Eierlikör mit Abführfunktion. Seniorengold Forte. Verstopfung war noch nie so lecker.